Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Verehrte Geschwister, diese Frage geht auch zurzeit sehr häufig rum und wird sehr häufig gestellt. Die Angelegenheit ist wirklich sehr, sehr leicht. Viele kommen dadurch durcheinander, Madhab, Hanafi, Hanbali, Shafi'i oder Maliki. Verehrte Geschwister, dadurch, dass wir hier in Deutschland leben und wir alle aus unterschiedlichsten Nationen kommen. Der eine kommt aus Türkei, der andere aus Libanon, Syrien, Marokko, Tunesien, Algerien, Albaner, Kurden, Iraker, was es alles gibt, subhanallah. Das sind alles Nationen. Und in jeder Nation, in jedem Gebiet der Muslime gibt es einen Madhab, der verbreitet ist. Und dadurch, dass wir jetzt hier in Deutschland leben, kommen wir aus den verschiedensten Nationen. Und jeder hat das auf seine Art und Weise gelernt, wie er es gelernt hat. So, was ist wichtig, was müssen wir beachten und was ist auch zu beachten, aber es ist nicht so schlimm. So, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Sahaba die Religion beigebracht, Alhamdulillah. Und er hat den Islam vollständig überbracht. So gab es Sahaba, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die kommen ins Paradies, sind die Ahlul Mubashirina bil Jannah. Das heißt, es gab Menschen, denen wurde das Paradies zur Lebzeit versprochen. Und keiner von denen war Hanafi, Maliki, Shafi'i oder Hanbali. Sie haben alle Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet und sie haben die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Jetzt gehe ich in meinem Umfeld, man soll auch nicht zu viel vom Internet nehmen, aber wenn ich jetzt in meinem Umfeld bin und ich habe da eine vertrauenswürdige Moschee, also die wirklich das, was sie uns beibringen, von dem Wudu, von dem Koran, dass sie das immer belegen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte beim Wudu, das, der Hadith so und so wurde überliefert. Eine Person, die dir so beibringt, dann ist das deine Rechtsschule, dieser Scheich, den du jetzt in deiner Moschee hast, das ist dein Scheich, was Religion anbelangt. So ist dieser Imam dein Scheich. Wenn du irgendwelche islamischen Fragen hast, dann stellst du ihm die Fragen und du hältst dich an das. So, in den meisten Moscheen wird dir Fiqh vernünftig beigebracht. Das Problem ist, wenn Leute irgendwann in der Moschee politisch werden, wenn die irgendwann irgendwelche Sachen ansprechen in irgendwelche Länder, dich interessiert das nicht. Ignoriere so etwas. Du sollst dich darauf konzentrieren, was sagt Allah. Höre zu, was er dir sagt. Nimm das, was Allah sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. So, warum sage ich das? Im Fiqh ist die Angelegenheit sehr, sehr breit gefächert. Das heißt, es ist sehr, sehr frei. Ob du deine Hände über dem Bauchnabel, unter dem Bauchnabel, auf dem Bauchnabel, weiter oben und so weiter, ist gar kein Problem. Alles ist richtig, inshallah. Natürlich soll ein Muslim darauf bedacht sein, dass er, wenn er ein Hadith hört und er sieht, oh, der Prophet hat das aber so gemacht, soll er das machen. Soll er das machen. Du sollst ja am Ende dem Propheten folgen und nicht irgendeinen Gelehrten. Okay? Wenn du aber den Scheich gefragt hast und du kannst nicht lesen und du kannst kein Arabisch und du kannst diese Bücher nicht aufschlagen, folge deinem Scheich. Das ist gar kein Problem. Beim Wudu, beim Russel, wie halte ich meine Hände, mit was fange ich an, mit Mund, Nase, mache ich das mit einer Handwasser oder mit zwei getrennten, mit Mund und Nase und Gesicht und so weiter. Das, was dein Scheich in deiner Moschee beibringt, daran hältst du dich. Fertig. Man muss wirklich da diese Sachen immer wirklich ein bisschen verstehen, subhanallah, dass man das auch ein bisschen eindämmt und wirklich auf ihre, ja, guck mal, subhanallah, wir lernen jetzt, irgendeiner lernt jetzt, das ist Bid'a und das ist Bid'a. Jetzt geht er los und zum Beispiel, und das werden jetzt, viele von euch werden jetzt sogar schockiert sein, die wirklich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelesen haben und gelernt haben, wie man betet. Man kennt die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, macht euch rein gerade, und hadhu bayn al-manakib wal aqdam, kommt näher zwischen den Schultern und den Füßen, russu sufuf, also macht eure Reihen gerade und kommt näher zueinander, subhanallah. All das wurde von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Dass am Ende die Sahaba wirklich, dass da der Fuß an Fuß geklebt hat, also wirklich, also die Sahaba die Füße miteinander verbunden haben
war das Verständnis von den Sahaba, wie sie diesen Hadith verstanden haben. So, hat der Prophet aber gesagt, Fuß an Fuß, sonst ist das Gebet ungültig? Nein, hat er nicht. Und jetzt werden viele sagen, wie, der Prophet sagt doch, lasst keinen Platz für den Shaitan, macht euer Reihen gerade, Fuß an Fuß und Schulter an Schulter. Ja, er sagt, er kommt näher, so. Lasst nicht große Lücken. Musst du jetzt aber bei jedem den Fuß an Fuß machen? Musst du nicht. Gerade sollst du auch nicht in eine Moschee gehen, wo die das sowieso nicht machen. Und du sollst auf einmal den einen seinen Fuß dabei abschneiden mit deinem Fuß. Haben wir auch erlebt. Ist auch falsch. Du machst deine Füße, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, stellt sich vernünftig hin, du übertreibst dich dabei. Du übertreibst dich dabei, das heißt, dass du deine Beine breiter machst, als deine Schultern sind. Subhanallah, er ist so, und er macht seine Beine wie ein Spagat. Auch falsch. Oder das Gegenteil, dass du deine Füße fast zumachst, ist auch falsch. Falsch in dem Sinne ist, dass es nicht dein Gebet ungültig macht. Es gibt so besser, näher an der Sunna. Das ist besser zu verstehen. Falsch klingt immer so, dass das Gebet ungültig ist. Und das ist aber auch falsch. Das heißt, egal ob du deine Füße breiter oder enger zusammen machst, dein Gebet wird dadurch nicht ungültig. Erstens. Zweitens ist, der Muslim soll sich an die Hadithe so gut wie er kann, wenn er lesen kann, soll er selber recherchieren, Bücher lesen, sei es im Hanafi-Madhab, Shafi-Madhab, Maliki oder Hanbali. Such, guck und lies da und halte dich daran. Aber mein Vater hat so gebetet und ich bete auch so. Mein Vater hat Al-Fatiha gemacht, ich mache auch so. Das ist Jahl. Das ist Jahl. Wenn dein Vater sagt, mach zum Beispiel jetzt dein Gebet so und so, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte so und so, mach, Alhamdulillah, dann hat dein Vater dir einen Beweis gesagt und du folgst dem Beweis und nicht nur, weil dein Vater es so gemacht hat. Aber kann sein, dass dein Vater etwas macht, was der Prophet nicht gemacht hat. Folgst du deinem Vater oder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und deswegen ist diese Thematik, wird immer sehr, sehr thematisiert und angesprochen und kritisiert und Bid'a und Sunna und Bid'a und Sunna. Letztendlich ist aber in diesen Angelegenheiten wirklich die Mas'ala, die Angelegenheit wirklich frei. Es gibt da nur gut und besser. Einfach gesagt. Solange du Überlieferungen hast von deinem Scheich, der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so gebetet, Imam Abu Hanifa hat das so beigebracht, wir haben das von unserem Scheich so, khalas, folg ihm daran, subhanallah. Nur was man heutzutage leider aufpassen muss, wenn Leute in die Politik reingehen, mittlerweile sogar in die Aqida reingehen, das heißt Ayat, Verse im Koran leugnen, da muss man immer aufpassen, da nochmal hinterfragen an Menschen, die vertrauenswürdig sind in der Da'wah, die bekannt sind für ihr Ilm. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es besser. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen verdeutlichen. Also es gibt Themen beim Wudu, wie man zum Beispiel, wie oft macht man das zusammen, Mund und Nase getrennt, mit einer Hand voll Wasser oder mit zwei, einmal für den Mund eine Hand und für die Nase eine Hand. Das sind alles Sachen, die, wie gesagt, irrelevant sind. Irrelevant bedeutet nicht, dass das egal ist, am Ende, was beides ist. Irrelevant, das heißt, also es ist nicht, dass es falsch ist, sondern wir haben größere Probleme. Und hier geht es bei solchen Themen nur, was ist gut und was ist besser? Was ist stark und was ist stärker? Das müssen wir inshallah verstehen. Gerade mit dem Bauchnabel. Hände auf dem Bauchnabel oder unter dem Bauchnabel. Hier geht es um gut und besser. Gut und besser. Stark, starke Meinung, stärkere Meinung. Imam Abu Hanifa hatte diese Ansicht. Die anderen hatten eine andere Ansicht. Die drei hatten eine andere Ansicht. Imam Malik hatte eine andere Ansicht. Welche sollen wir nehmen? Jeder guckt, subhanallah, aber alles, was du in dem Bereich von diesen vier Rechtsschulen hast, ist insha'Allah ta'ala richtig oder im Rahmen, dass du daran gehalten hast. Wenn du etwas nicht weißt, hast du die Gelehrten gefragt und sie haben dir aus dem Koran und der Sunna die Belege gebracht. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.